Bowman, Nomad hier. Schießen Sie los. Die Azrael-Flotte der Boddaks ist ein großes Problem für die Outcasts. Solange sie die haben, können die Boddaks alle Bewegungen in der Region überwachen. Das heißt, die Outcasts würden große Verluste erleiden. Sie müssen diese Drohnen ausschalten. Es gibt eine Azrael-Startbasis und einen Produktionsstandort in der Nähe. Gründliche Aufklärung hilft bei der Planung Ihres Vorgehens. Jo, und damit herzlich willkommen zu der Eroberung von DT Fuse, wie in der letzten Folge versprochen. Ja, eine kleine Warnung vorab. Ich hoffe, ich kriege die Folge ja gut rum, denn ich habe mich eben bei der Testaufnahme, als ich versucht habe, die Soundprobleme, die wir im letzten Video hatten, zu beheben, habe ich mich ordentlich verschluckt und übel abgehustet und jetzt kratzt mein Hals wie die Hölle. Aber ich gebe trotzdem mein Bestes. Ja, wie immer, eigentlich. Oh, ich sehe nichts. Mein Gott, ist dieser Aufklärungspunkt so ultra weit weg. Ja, warum DT Fuse? Ganz einfach, weil nach dem Abschluss dieser Region die Azrael-Flotte auf der gesamten Map deaktiviert ist. So, nochmal auskundschaften. Wir sind verflucht, liebe Boddaks. Sie können versuchen, sie abzulenken und ein paar von ihnen weglocken. Vielleicht, indem sie an anderen Orten Offiziere töten. Huh, das wollte ich nicht. So, ihr müsst übrigens hier in der Einsatzbesprechung oben links steht, die Drohne muss weniger als 100 Meter vom Aufklärungspunkt entfernt sein. Muss sie aber gar nicht. Anzoomen reicht auch. Viele Drohnen in der Luft. Sichern Sie das Omega-Operationszentrum. Geben Sie den Outcasts alle Waffen, mit denen Sie Drohnen aufspüren und vom Himmel holen können. Eine Azrael. Vor dem Angriff auf Arrow zerstören Sie die Azraels in der Produktionsanlage. Muss mich vielleicht zwischendrin immer mal ein bisschen räuspern, aber. Wir patrouillieren Ogre-Drohnen. Davon gibt es viele in der Region. Schalten Sie die Drohnenlieferungen aus, dann sollte sich das Problem erübrigen. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Hoffe ich zumindest. Noch ein Opfer des Drohnenschwarms. Sie sollten die Gebäude infiltrieren können, von denen aus der Schwarm gesteuert wird. Ja, und noch eine Sache habe ich gemacht. Den Boddaks die Azraels abzunehmen hat höchste Priorität. Schließen Sie erst ein paar Destabilisierungseinsätze ab. Dann zerstören Sie die Azraels in der Fabrik und anschließend die Hauptflotte bei der Startbasis. Verstanden. Out. So, darf ich jetzt? Ja, wo ich gerade das Tarnungspunkte-Symbol sehe, fällt mir gerade ein. Ich habe noch in der Region, die wir in der letzten Folge erobert haben, also die erste Region, hier unten UC Sparkle, UC Sparkle, habe ich alle Tarnungspunkte ja eingesammelt und habe entsprechend die Tarnung ein bisschen hochgelevelt. Uns fehlt nur noch im Grunde jetzt noch 600 Tarnungspunkte, damit wir den Punkt hier bekommen und dann die MK1 Aufwertung auch freischalten können, beziehungsweise automatisch freischalten, die dann dafür sorgt, dass sich die Tarnung auch in der Nacht auflädt. So, dann schauen wir doch mal, welche Mission gehen wir denn zuerst an? Warum werden die mir denn jetzt wieder mal nicht auf der Map angezeigt? Ich hatte das Problem doch schon mal. Na gut, dann machen wir es eben so. So, was haben wir denn? Wir haben alle Gegner neutralisieren. Entfernt Flugdrohnen von den Straßen und den Wegen. Ja, das ist sehr gut, weil Flugdrohnen sind die Pest einfach. Und dadurch können wir in der Region fliegen. Das würde ich vielleicht zuerst angehen. Hier werden Bodendrohnen entfernt und hier, das wirkt sich nur auf die letzte Mission in der Region aus. Also erstmal hier freier Himmel.
Da porten wir uns aber zu dem Biwak. Da laufe ich jetzt nicht hin. Dann können wir wenigstens fliegen. Was das Ganze etwas angenehmer macht. Aber wenn ich husten muss, versuche ich mich stumm zu schalten. So, dann schauen wir nochmal hier kurz rein, um ja die Verletzungsresistenz nochmal zu triggern. Hier gab es übrigens mit dem Motherland-Update auch eine kleine Änderung. Und zwar schmatzt der nicht mehr so ekelhaft unappetitlich. Das war so abartig. Das war wirklich, also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wie das vorher war. Aber dieses Geschmatze da vorher, das war richtig ekelhaft. Und das haben sie jetzt, ja, mehr oder weniger entfernt, was ich gut finde. So, gut. Manipulieren Sie feindliche Ausrüstung. Die Ziele sind Aufklärungsdaten im Camp Fox. Alles klärchen. Da oben haben wir eine Bodendrohne. Die höre ich bis hier. Da unten eine Flugdrohne. Vielleicht hätten wir das doch zuerst machen sollen. Ah, da hinten ist die Flugdrohne, okay. Und ich habe diesmal sogar an Voice Attack gedacht. Gesellschaft. Vorsicht. Hm, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Habe ich einen Raketenwerfer ausgerüstet? Natürlich nicht. Oh, da habe ich gerade den. Was mache ich denn weg? Die Mine. Gerade den Bodak da vorne durch Bildtuschen gesehen. Hier ist alles sauber. Genau, hier ist alles sauber. Ihr müsst euch keine Sorge geben. Nein, das war die falsche Taste. Wobei die natürlich auch gehen würde. Teile. Sehr schön. Oh. Die Flugdrohne hat was bemerkt. Wo müssen... Ach, da vorne. Ach, das ist ja noch ultra weit weg. Sprinten wir mal dahin. Habe ich euch schon gesagt, wie geil ich diese ACR Braun finde? Ist so geil. Also so optisch meine ich. Sieht richtig geil aus. Manche weiß ich, haben ein paar Probleme mit der. Da haben die Attachments, also das, was jetzt hier schwarz ist, irgendwelche seltsamen Farben, aber oder irgendeine besondere Tarnung. Aber ich habe das Problem ja zum Glück nicht. Ich glaube, das tritt auch nur im Gearscore, also im Ausstattungsstufenmodus auf. Kann ich von hier aus? Den da oben? Ja, kann ich. Wenn er mal stehen bleibt. Oh nein, die Outcasts kämpfen. Zack, das war der. Oh, schlecht. Warten wir mal kurz, bis die Outcasts da erledigt wurden. Können uns das Ganze hier anschauen. Und das war der letzte Outcast. Aber gegen dieses Fahrzeug hier kommst du einfach kaum an. Ein Incursion oder so ist das. Dieses Teil ist brutal. Hat hier oben das Hauptgeschütz. Bei mir ist alles okay. Er schießt wie ein Laser. Aufmerksam bleiben. Und ja, dann hinten noch die beiden kleinen Geschütze. Ist brutal, das Teil. Das gefällt mir nicht. Da draußen könnte noch jemand sein. Mein Gott, muss ich die jetzt doch killen? Kille, kille, kille. Ach du Heilige. Vielleicht ist das noch nicht vorbei. Muidro. Keine Feinde in Sicht. Bis jetzt. Aufgewacht! Kein Kontakt! Nein, gar nichts. Nichts Kontakt. Weißt du was? Dürfen wir da entdeckt werden, wenn wir dort sind? Da drin?
Bestimmt, oder? Ist ja keine Stealth-Mission. Ich will da jetzt einfach mal mit dem Ding da reinfahren. Ich bin schon oft mit normalen Fahrzeugen mit den KI-Kameraden durch Basen gefahren. Ist auch ganz lustig. Vor allem, weil die KI-Kameraden komplett aufgelevelt sind. Aber mit dem Fahrzeug hier noch gar nicht. Das Ding ist schnell. Sogar im Rückwärtsgang. Das ist eines der ganz, ganz wenigen Fahrzeuge, das auch im Rückwärtsgang schnell ist. Die meisten Fahrzeuge hier, die sind ja im Rückwärtsgang schneckend langsam. Möp, möp, Motherfucker! Hier ist weg! Hab einen erwischt! Ja, komm. Die kann ihre Fähigkeit von aus dem Auto heraus aktivieren. Übernehmt mal. Erledigt mal bitte jemand das Geschütz da hinten. Danke. Jetzt bin ich gleich tot. Geht doch. Feindlicher Kontakt! Achtung! Erwischt! Kommandant! Ui! Das ist so geil. Haben die es denn geschafft, von da hinten aus den Mörser zu zerschießen? Rausti, ich starte den Scan. Ja, bitte. Wo? Irgendwo muss... Ach nee, gell, die Outcasts werden ja auch als Feinde erkannt, oder? Ich lasse mal gerade die Out... Na gut, ich bin ein bisschen verletzt. Aha, der ist da hinten drin. Bestimmt. Hatte ich schon öfters. Die kommen ja nicht von selbst raus, weil die Tür zu ist. Und es bringt ja auch nichts, wenn ein Feind vor der Tür umfällt. Nein, man muss den Feind selbst tragen oder halt einen lebenden Feind im Würgegriff dorthin schleppen. Haben wir hier irgendwo ein Gefängnisding? Ja, egal. Ach, ich muss da hoch. Ich sehe mich hier mal um. Jo, mach mal. Gut, wir müssen wissen, was uns erwartet. Kein Feind. Achso, ich kann das doch auch. Wir sind in der Unterzahl. Ah, ganz da hinten ist der. Bin unterwegs. So, machen wir das so. Gut, in der Zeit. Bin schussbereit. Schnapp ich mir erstmal hier die Daten. Das sollte die Verbindung vom Schwarm zum Bordock-Netzwerk kappen. Feuer frei. Alles klar, Feinde eliminiert. Das ist solide Arbeit. So, dann schauen wir aber mal noch, wo die Tarnungspunkte hier sind. Das ist eine Waffenkiste. Ah, da hinten. Okay. Schatz mal die Lage an. Ja, brauchst du. Das verschafft uns einen besseren Überblick. Ich finde die Fähigkeit von Fury sehr gut. Was ich nicht so gut finde, ist das... Oh, da liegt eine Mine. Irgendwo. Bin auf dem Weg zu dir. Manchmal wäre ich froh, ich hätte die Kamera an. Weißt du, wenn so die Momente, in denen du selbst facepalmst, weil dir bewusst wird, wie dumm die Aktion war, die du gerade gemacht hast. Auf uns zu. Vorm Generator stehen und die... Ja, naja. Schwamm drüber. So, einmal Tarnungspunkte. Nee, ja, boah, bin ich zu scannen, Mensch. Ach ja, was ich sagen wollte, bevor ich so unrühmlich diese Ebene verlassen habe. Ich finde es blöd, dass Fury diese Fähigkeit halt alle 10 Sekunden oder so einsetzen kann. Das ist viel zu häufig. Viel, viel, viel zu häufig. Wisst ihr übrigens, es gibt hier so viele unnötige Details, die aber so geil sind. Guck mal hier auf dem USB-Stick. Das kannst du sonst nie lesen. USB 265 GB. Oder 266? Ja, ich glaube 265 ist das. Aber hier auf der Bandage kannst du lesen, was drauf ist. Das sind Sachen,
Weißt du, die guckt kein Mensch. Jetzt haben die Borax keinen Zugriff mehr auf den Drohnenschwarm. Auch hier. Hier auf den Munitionskisten. So geil. So viele unnötige kleine Details, die das Ganze aber dann in Masse halt das ganze Spiel so viel noch geiler machen. Und ich mag das Spiel an sich ja schon. Was ich allerdings nicht mag, ist, dass diese Luxusboote, die überdachten, dass die, oder auch die nicht überdacht sind, also auf jeden Fall die mit den beiden Liegen hinten drin, ne? Dass sich dort die Rotoren, die Schiffsschrauben nicht drehen. Das finde ich doof. Und die drehen sich auch, also die schwenken nicht. Geben wir dem Drohnenschwarm mal ein paar falsche Koordinaten. Schwubbeldiebub, noch was? Oder der Schwarm in der Region ist ausgeschaltet. Nice. Und so schnell werden die Borax ihn nicht reaktivieren können. Dann können wir jetzt fliegen. Sehr gut. Was gehen wir denn als nächstes an? Das war das Erste. Das Nächste wäre dann, ich würde sagen, die Flugdrohnen. Wobei man die eigentlich noch relativ einfach ausschalten kann, wenn sie einen nicht entdeckt haben. Ich nehme die Bodendrohnen zuerst. Sind das hier die Bodendrohnen? Ja, das sind die Bodendrohnen. So, wo müssen wir hin? Hallo, hallo? Ganz darüber wieder. Ist das andere vielleicht näher? Nein, das... Ah, halt! Ist das andere... Ist das vielleicht näher? Ja, jetzt mal. Ja, das andere ist näher. Gut, dann machen wir eben dann zuerst das. Machen wir eben zuerst die Flugdrohnen weg. So. Und dann von dort aus können wir ja dann weiter um die Bodendrohnen entfernen. Oh, lass einsteigen bitte. Du musst nicht scannen, mein Gott. Fury scannt halt permanent immer, auch wenn Outcasts in der Nähe sind, weil Outcasts scheinbar auch irgendwie als Gegner zählen. Da unten war das Gefängnis, habe ich gerade beim Vorbeifliegen gesehen. Ich habe total die Richtung verpeilt. Hä? Da. Ja, deshalb hatte ich am Anfang die Vermutung, dass die Outcasts, wie auch die Rebellen bei Wildlands, später böse werden, aber das ist leider nicht der Fall. So, und hier müssen wir einfach alle Gegner töten. Alles klar. Kriegen wir hin. Ja. Oh, oh. Weg, 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 weg. Ja, ja, die Sams, genau. Das war Rettung in letzter Sekunde quasi. Wir sind schon sehr weit unten. Ja. Hat ein Low Opening so an sich, dass man da sehr weit unten ist. Sind die Gegner wahrscheinlich schon aufgeschreckt. Oh ja, Kong Kong Kong, da war ein getarnter Gegner irgendwo. Nachtsicht ist an. Da, oder? Das war's. Wir sind denen wohl durchs Netz gegangen. Meinst du, wir sind denen durchs Netz gegangen? Schön wär's ja, aber... Ich buddel mich mal ein. Ist der auf dem Dach? Wo ist der? Da! Ist doch da! Hab ich doch was gesehen! Angewöhnen, die Tarnung öfters auszumachen, damit sie uns im Notfall zur Verfügung steht. Solange die Batterie noch nicht so weit aufgelevelt ist, zumindest. Ein Haufen Getarnte hier, oder? Kann das sein? Ist noch eine Waffenkiste? Ah, guck mal, das sind Punkte. Schnappen wir uns die doch direkt.
müssen wir das nachher nicht mehr machen. Ist da oben wirklich keiner drin? Nee, keiner drin. Ich beschwere mich nicht. Ich finde es schade, dass man immer noch keine Handzeichen geben kann, ohne aufzustehen. Und auch bewegen kann man sich währenddessen nicht. Das wäre so eine Änderung, die ich mir noch wünschen würde. Auch wenn ich nicht Koop spiele, aber das wäre bestimmt auch cool, irgendwie um so cinematische Videos zu machen. Einmal links, einmal rechts vorbei, einmal links vorbei. Oh, wieder eine Exekutionswand. Was sind da lauter Getarnte? Nur getarnte Gegner? Ich hab dich gesehen. Brauchst gar nicht abzuhauen. Ich komme. Phänomenal. Aktiviere Nachtsichtgerät. Hallo. Ich glaube, wir sind nur getarnte Gegner. Ich glaube, das soll hier die Herausforderung sein. Soll mir aber recht sein. Soll mir sehr recht sein. Da läuft was. Ich bin ja so im Allgemeinen ein sehr großer Fan von Herausforderungen. Ah, da. So geht das, Boss. Ich habe auch bei Wildlands die täglichen Herausforderungen geliebt. Vor allem, weil man halt auch diese Prestigekisten damit freischalten konnte, beziehungsweise Prestigepunkte gewinnen konnte. Oder immer noch kann. Und sowas hätte ich mir auch für Wildlands gewünscht. Ja, Fury. Da flackert nur die Tarnung, wenn sie das macht. Ich kann nicht drüber gucken, Mann. Kann ich da drauf, bitte? Ja. Wo ist er hin? Setze die Nachtsichtbrille auf. Sieht man selbst mit Wärmebild kaum. Ich habe da aber noch eine Tarnung rumflackern gehört. Läuft einer. Eieieiei. Echt schwer, die zu sehen. Find Nachtsicht an. Mag ich. Ich finde die Audio-Cues, also die hörbaren Hinweise, dass eine getarnte Einheit da ist, sind noch zu viel. Ich möchte auch gern von denen überrascht werden, was leider sehr selten vorkommt. Einmal habe ich mich, bin so an einer Wand in Deckung gegangen und guckst so zur Seite und dachte, also war getarnt auf MK3, also bei diesem Vorabspiel-Ding. Und da gucke ich so zur Seite, dachte, ja gut, sitzt ein Teamkamerad da. Auf einmal knallt er mich ab. Habe ich mich einfach neben den Gegner, neben den getarnten Gegner gesetzt. Ist Zeit für die Nachtsichtbrille. Ist er jetzt oben? Sag mal. Da. Guter Schuss. Dieser Anzug, ne, der ist auch so geil, dieser Mantel. Weil der Mantel gibt eigentlich immer Permanenztarnung. Und man kann ja auch später diese so ähnliche Mäntel freischalten. Aber leider ist dieser Tarneffekt nur optisch. Oh, hier das Ding mal ausmachen. Ach, jetzt habe ich das andere Ding auf dem Dach vergessen, ne? Naja, egal. Die ist eh kaputt. Ist da einer? Ich höre da zumindest was.
Gehen wir mal darüber. Oh mein Gott. Ich bin gerade über tote Zivilisten gestolpert. Ach ja. Ich weiß nicht, warum immer die Zivilisten... Warum die immer die Zivilisten töten müssen und die Wissenschaftler. Oh, 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 oh. Hab mich einer entdeckt. Und jetzt ist mein Magazin mal... Heieiei. Hätte der nicht einen Tick zu früh geschossen, wäre es das gewesen. Alter, Hilfe. Okay. Da habe ich meine Herausforderung. Ja, der Überblick hilft mir überhaupt nichts. Das sind überhaupt keine Ergebnisse, die sind alle getarnt. Ja, da unten ist einer auf jeden Fall. Da drin ist auch einer. Da drin, siehst du? Da. Komm, guck mal. Lass noch mal deinen Fuß rausgucken, bitte. Ich jetzt echt mit einer Leiche da hingehen und mich dann umschießen lassen. Abgeknallt! Heieiei. Steck nochmal deinen Fuß da durch, damit ich schießen kann. Mann, wäre auch zu schön gewesen. Zack. Das Gebiet ist sicher. Jetzt können die Outcasts alle Flugdrohnen in der Region aufspüren und zerstören. Bam, so wird's gemacht. Und ich muss mal die anderen Spritzen auswählen. Spritzen, wie hier. So, es sind die Flugdrohnen auch weg. Und wir können die Tarnung... der Tarnung einen neuen Level verpassen, aber erst aufpassen, wie es aussieht, noch einmal merken, denn dann ist es weg. Das sind noch Gegner. Vielleicht sollten wir nur die Getarnten töten. Und die Waffe ist nicht getarnt. Und jetzt werten wir hier auf. Zack, haben wir MK1. Können jetzt auch nachts aufladen. Und wenn wir uns jetzt tarnen... Ach, stimmt. ja. Nevermind. Oder? Ja, nevermind. Ich hab's verwechselt. Die nächste Tarnstufe, also mit die nächste Tarnungsstufe, wo dann auch die Waffe getarnt ist und die Tarnung ein bisschen anders aussieht, ist erst MK2. Gut, was soll's. Wo kommt ihr denn? Ach, das sind die Outcasts. So, wir hatten da hinten einen Heli. Und den brauchen wir für den nächsten. Wen oder was schießt der? Haltet sie auf! Bleiben. Löscht sie aus! Können wir hier ich hoch? Ich sehe sie! Sie haben uns entdeckt! Nee, natürlich nicht. Aufpassen! Wir müssen sie aufhalten! Das ist doch irgendwie da. Das ist bestimmt irgendwo eine Leiter, oder? Leiter? Da. Muss auf jeden Fall das Flugabwehrgeschütz da deaktivieren, damit wir hier auch wegkommen. So, dann aktiviere ich schon mal die nächste Mission für die Bodendrohnen. Die sind direkt da drüben. Von dort aus ist es dann auch nicht weit bis zur letzten Mission in dieser Region. Ging bis jetzt... Oh, das ist einer mit Miniguns. Ja gut. Ging bis jetzt bedeutend schneller, als ich dachte. Aber dafür dauert die letzte Mission dann bestimmt länger. Als ich die letzte Mission hier gemacht hatte im Vorabzugang. Wo ist denn Fury? Fury ist weg. Ah, die buggt bestimmt irgendwo rum. Passiert manchmal, dass die Bots irgendwo hängen bleiben. Wohin? Da. Ja, als ich den Vorabzugang gemacht habe, da hatte ich die Tarnung schon komplett aufgewertet. Da waren die letzten Missionen hier relativ einfach. Jetzt mit MK1 nur, das könnte eventuell schwierig werden. Ich könnte jetzt gerade mal versuchen, noch den Behemoth zu machen.
endlich schon so ein Heli hat. Aber das klappt jetzt bestimmt nicht. Ist er das? Ich glaube. Ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht. Ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit weg. Ich muss weg. Ich explodiere gleich. Das war's. Gut, damit sind wir dann jetzt gleich tot. Also ich. Nämlich, ich schon. Ja, ich war zu weit weg. Ich war viel zu weit weg. Ich habe das einfach, ja, zu lange nicht mehr gemacht. Es war so eine spontane Aktion jetzt. Mein schnellster Kill mit dem Heli war knapp über 7 Sekunden. Legen wir los. Also, Behemoth Kill. Habe ich auch noch ein Tutorial zu geplant. Aber ich hätte jetzt schon echt gerne diese 1000 Talungspunkte, die es hier bei der Behemoth gibt. Das sind 500 Meter bis zum nächsten. Würdest du es mir verzeihen, wenn ich das jetzt noch tue? Ich mache das als Videokapitel und dann kannst du es überspringen, falls du das jetzt hier nicht sehen möchtest. Okay, Deal. Gut. So, alles klar. Einmal den hier. Machen wir das Ganze mal oldschool. Oh, ich hab's C4 vergessen. Blendgranaten brauchen wir für eine Behemoth nicht. C4 wäre schon besser. Nimm den Schalldämpfer, um nicht zu laut zu sein. Ich glaube, der Behemoth. Oh fuck, jetzt kommt hier natürlich gerade hierher. Hallo! Warum hat die mich nicht direkt gesehen? Warum ist sie so schnell wieder. Entdingenst? Entstunt? Nicht auf mich schießen. Mein Magazin ist einfach viel zu klein dafür. Oh oh. Team, Feuer frei. Feuer! Das habe ich vergessen. Das ist nicht gut. Verdammt. Dann kann ich wenigstens gerade noch die nächsten EMP-Granaten auswählen. Nicht bewegen. Da stehen die einfach neben der Behemoth und machen nichts. Jetzt werde ich überfahren. Toll. Toll. Also ich, dass die, ich finde die KI-Kameraden könnten etwas besser auf, ja, Situationen reagieren. Es war schon so oft so, dass die halt einfach, ja, da standen die vor dem Gegner, der auf mich geschossen hat, und die haben halt nichts gemacht. Wie jetzt gerade. Ich kämpfe mit der Behemoth und die machen halt gar nichts. Die stehen halt nebendran und denken sich so, ja, nicht mein Bier. Und das macht hier kein Jump runter. Toll. Team, Feuer frei. Feuer frei! Kampfkrone in der Luft. Warum ist die nur so kurz gestunt? Das ist ja übel. Die überfährt mich. Oh oh. Nein, 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 nein. Ich hab keine Dingens mehr. Keine Dingens mehr. Die anderen habe ich ja wieder. Oh, wirf doch! Warum wirft er denn nicht? Ja. Langsam machen wir schön, dass du eine Beule reingemacht hast, aber. Geschieht ihnen recht. Ach, Herr. Wenn es jetzt nicht klappt, dann lass ich's. Oh nein! Ihr wollt mich doch verarschen. Oh Gott. Die Heilige. Also jetzt wird's ridiculous.
Oh. Alter. Wollt ihr mich verarschen? Ob ihr mich verarschen wollt, habe ich gefragt. Ich habe eben gesagt, ich mag Herausforderungen, gell? Das war der Fehler. Ach, die lebt noch da hinten. Ja, die Russen kommen auch. War ja klar. Yeah, nice. Die lebt noch. Stirb jetzt. Meine Güte. Noch eine. Ihr wollt mich verarschen, oder? Das ist ein bisschen übertrieben. Vielleicht. Nur vielleicht. Ich bin tot. Das war's. Übertrieben. Übertrieben. 4 Stück. Ernsthaft? 4 fucking Stück? Ich will doch nur die scheiß 1000 Tarnungspunkte. Ich glaube, ich schleiche mich einfach an der Behemoth vorbei und dann ist gut. Alter. Ist ja übertrieben. Schalt einfach nochmal drauf. Alter Schwede. Das Kapitel heißt dann wohl Behemoth Fail oder so. Ich hatte in meinem Leben noch nie so Probleme mit einer Behemoth. Gut, außer vielleicht ganz am Anfang, als die... Breakpoint noch komplett neu war. In der Closed Beta oder so. Da hatte ich vielleicht mal solche Probleme. Ah, da unten sind sie. Da hatte ich vielleicht mal solche Probleme mit einer Behemoth, aber seitdem eigentlich nicht mehr. Naja. Andererseits wurde ich auch während dem Kampf mit der Behemoth auch noch nie gleichzeitig von 4, was waren das? Nicht Amon, sondern Ogerdrohnen angegriffen. War dezent, ja, dezent übertrieben. Aber so ist das, wenn man ohne Schalldämpfer schießt. Da kommen die alle aus ihren Löchern gekrochen. Team, zu mir. Zu meiner Position. Okay, sind auf dem Weg. So, was haben wir denn hier? Was sollen wir hier tun? Fahrzeuge zerstören. Oh, das kann ich gut. Wobei, es sind 5 Fahrzeuge. Ach stimmt, die fliegen dann weg. Ne? Oder fahren weg. Fliegen, weil ich hier die beiden Heli schon gesehen habe. Die fahren dann weg und fliegen weg, wenn wir entdeckt werden. Ich grab mich mal hier ein. Und geh mal mit der Drohne schauen, wo die anderen Fahrzeuge stehen. So, wir haben hier das und das. Das habe ich schon gesehen. Da ist ein LKW. Ist das auch einer? Ja. Und da hinten habe ich auch einen gesehen. Und ein Generator. Gibt es denn hier Geschütze? Bist du ein Geschütz? Du bist ein Flugabwehrgeschütz. Ansonsten keine. 2 Flugabwehrgeschütze, aber ansonsten nichts. Kurz kein Geschütz ist. Nee, also das ist hier eine Flakbatterie. Eigentlich nur eine Rakete. Miau. Miau. Oh oh. Oh, er guckt gar nicht in meine Richtung. Ist ein Pech. So geht das, Boss. So. Gehen wir einfach mal blind rein. Hoffen, dass wir nicht entdeckt werden. Piu. C4 habe ich noch ausgerüstet. Das gute MK2 C4. Alles sicher bei mir. Fury könnte mal wieder, ne? Hätte ich nichts dagegen. Hier ist alles sauber. Hier durch, mein Gott.
Hey, aufpassen! Das war der geflogen wäre. Ja, das ist vielleicht ein bisschen seltsam, aber du musst dir gar keine Sorgen machen. So. Okay, ich hätte noch müssen ein bisschen höher zielen. Mit der ACR habe ich es noch nicht so richtig drauf, was das Abschätzen angeht. Den Bullet Drop, den habe ich noch nicht so. Immer mitten rein. Den bin ich noch nicht so firm. Oben ist auch noch einer rumgelaufen eben. Ach ne, den habe ich gekillt. Himmel! Hölle! Blitz, Donner! Phänomenal. Ich bin so gut. Manchmal. Wir können auch die Outcasts rauslassen. Da Fury keine Lust hat, zu scannen, dann mache ich das eben so. Ach, ich bin doch auch Echelon, mein Gott. Das ist alles, was noch hier ist? Na dann. Ich hab gar nichts. Kann ich sogar noch diese Kiste hier mitnehmen? Wie ausgestorben bei mir. Ja, und wie ausgestorben. Brilliant. Ist das gut hier? Hier bei mir gibt's nichts, gar nichts, gar nichts gibt's bei dir. Wenn das wirklich alle waren, war gar keiner da, der wegfahren konnte. Also es war nur einer da, der hätte flüchten können. Und das war's. Hau rein, ich hol dich wieder ein. Ja, wie ich reinhaue. Vorsicht, Korsak. Ich habe eine Idee. Ich glaube, wir können uns ein bisschen C4 sparen. Ich meine, Breakpoint ist ja auch eine Sandbox, ne? Da kann man ja ruhig mal ein bisschen experimentieren. Komm, ich lasse die mal raus. Falls jemand drin ist. Kommt keiner raus, war gar keiner drin. So, erstmal hier wieder das C4 einsammeln. Hier und da hinten, was auf der Seite, da hinten. Nein, nicht ein. Mach los, ich komme. Ah, steig halt ein. Mach ein Stückchen nach vorne und hol's, mach's dann ab. Jetzt? Nein, nicht einsteigen. Du sollst das C4 mitnehmen. Geht doch. Los, ich komm nach. So. Hau ruhig ab. Ach, wobei, komm. Jetzt auch. So. Ich weiß, ich könnte die Mission schon längst erledigt haben. Aber es wäre ja langweilig. Ich will was ausprobieren. Und das solltest du auch. Du solltest auch Dinge ausprobieren in diesem Spiel. Denn Dinge ausprobieren macht Spaß. Vor allem, wenn man gerade in der Laune ist. So, haben wir hier 3 LKWs. Voilà. So. Jetzt noch den einen Heli. Nicht auf die Kameraden. So. Kann ich darauf landen? Geht das? Bestimmt, oder? Na komm, das reicht. Das ist gut. Ich finde es auch interessant, dass kaputte Rotorblätter nicht als kaputter Heli zählen, sondern das komplette Teil muss halt zerstört sein. So. Was passiert da?
Uiuiui. Okay, jetzt müssen wir hier erstmal drüber. So, drüben. Ich kann leider nicht gerade nach unten gucken, aber das müsste drüber genug sein. Ne? Jetzt einfach gerade hoch. Ohne zu lenken, einfach gerade hoch. Und aussteigen. Bin gespannt, ob das funktioniert. Hat irgendwie nicht so funktioniert. Schade. Na toll. Ziel zerstört. Reicht's wenigstens, wenn ich einen zerstöre? What? Kampfzone aktiv. Hat die Explosion hat den einen doch noch mitgeholt. Alter. hat den einen doch noch mitgeholt. So, jetzt hier. Da. Das habe ich im Ende. Willst du mich verarschen? Das hat nicht gereicht. Sag mal, was geht denn ab? Das habe ich im Endeffekt. Damit sind die Transporte mehr gestoppt. Sprengstoff verbraucht. Jetzt gibt es weniger Hunger. Habe ich im Endeffekt mehr Sprengstoff verbraucht und mehr Zeit verschwendet. Ich wollte die Zeit investieren, um Sprengstoff zu sparen. Im Endeffekt habe ich beides verloren. Ja, das passiert. Aber ich habe etwas Ähnliches, nicht hier, aber etwas Ähnliches habe ich im Vorabzugang probiert und da hat es funktioniert. Die hätte ich brauchen können. Habe ich auch ein Heli auf den LKW fallen lassen und das ist dann kaputt gegangen und alles explodiert und bumm und große Feier und ja, Koks und Nutten. Naja, man kann nicht alles haben. So, haben wir schon genug Tarnungspunkte um die nächste Tarnungsstufe? Ja. Gut, ich würde eigentlich lieber noch sparen zur Akkukapazität. Oder hier. Ach genau, die Tarneffizienz. Das ist das. Wenn wir das leveln, dann wird auch die Waffe getarnt und die Tarnung bei uns sieht auch ein bisschen anders aus. So, gut. Nächster Halt. Zweimal Gegner töten. Und zwar einmal dort und einmal ein bisschen weiter unten. Jetzt haben wir natürlich keinen Heli mehr. Gut, wir haben Biwak in der Nähe. Reisen wir dorthin. Wenn ich alleine spielen würde, würde ich nicht die Schnellreise benutzen. Aber einfach, um euch das Ganze ein bisschen zu verkürzen. Und jetzt, wo es mir gerade einfällt, auch nochmal ein paar Raketenwerfer und Gedöns zu kaufen, was ich jetzt gerade eben alles verballert habe. Ich habe hier, wie du gerade gesehen hast, übrigens den Shop im Biwak aktiviert, denn Erewhon ist in Motherland nicht zugänglich. Das ist gesperrt. Kannst ja mal zu... Also wenn du selbst spielst... Ups, da wollte ich gar nicht hin. Kannst ja mal, wenn du selbst spielst, selbst nach Erewhon gehen. Oder fahren, fliegen, was auch immer. Und dann zum Eingang gehen. Und dann erfährst du, warum Erewhon gesperrt ist. Gibt's einen kleinen Funkspruch mit Bowman. Okay. Gut. Es gibt's hier natürlich keinen... Seht ihr? Das wäre früher nie gegangen. Das war so ein richtiger Wildland-Sprung. Ach ja, so schön, dass Fallschirmspringen oder Basejumpen jetzt so gut funktioniert. Streitereien unter den Bodak. Falls du es nicht verstanden hast, er hat gesagt, ich sag es nur einmal. Du bist nicht mein Vorgesetzter.
sauberer Schuss, Ghost. Alles sauber hier. Hup, hup. Ich komme mittlerweile mit den Gepanzerten, auch mit den Minigunnern ganz gut klar. Was ist da oben? Oh mein Gott, ich weiß, was das ist. Ich weiß, welche... Oh mein Gott, nein. Ich weiß, welche Basis das ist. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie ich die im Vorabzugang gespielt habe. Da habe ich sie als Sniper gespielt. Und wir haben Gesellschaft. Das hat echt Spaß gemacht. Oh, hallo. Wollt ihr nicht vielleicht darüber fahren, so da, dahin? Nein? Nein? Okay. Gut. Dann eben. Oh, oh. Ich glaube, das war's. Oh, halt, Auto, bleib stehen. Stehen bleiben, Polizei. Halt, nicht ins Wasser, nein, nicht ins Wasser, bitte, nicht ins Wasser. Oh. Haha, nice. So. Gut. Ich denke, wir haben keine Probleme mehr. Mit dieser Basis. was soll man da machen? Alle. Achso, ja. Bestimmte Gegner töten. Okay. Ich muss nur den Weg finden, um dahin zu kommen. Wobei ich will ja nicht hoch, ich will ja unten durch. Oh mein Gott. Dann spotte ich das Fahrzeug selbst auf dem Weg dahin. Ich will immer noch gucken können, aber es geht nicht. Ich weiß, man ist eine verdeckte Spezialeinheit und so weiter, aber... Verdeckte Spezialeinheiten können in echt auch hupen. Wenn es nur ist, um Gegner anzulocken. Oder eine Falle zu stellen, Hinterhalt oder sonst irgendwas. So, dann hoffen wir mal, dass das wieder so gut klappt. Ich fahre jetzt einfach da rein, gebe den Feuerbefehl. Da ist einer der Bulldog-Offiziere. Wenn ich ihn töte, kann ich vielleicht ihre Truppen aus der Basis locken. Schieß doch! Hey, geh voran! Warum schießen die denn nicht? Die Kameraden? Ist die tot? Ich glaube, die sind tot. Abgeknallt. Schwergewicht ist tot. Oder? Nee, jetzt werde ich geheilt. Ziel eliminiert. Rote ist tot. Niemand wird ihn vermessen. Schwergewicht an Bord. Der ist weg. Holt sie euch! Sag mal. Schieß doch! Meine Waffe ist bereit! Ich kehre! Irgendwie haben die hier drin Probleme, habe ich das Gefühl. Aber seht ihr den nicht? Der ist getarnt, ich weiß, aber den sehe ja sogar ich. Ja, ich überfahre den jetzt. So. Meine Güte. Die Kameraden sind manchmal echt ultra unfähig. Aber gut, ich glaube, das war das erste Lager, ja. Ich muss unbedingt hin. Was macht Fixe denn da? Daumen drücken. Ja. So. Das war die Sache mit dem Geschütz. Oh, noch einer. Noch ein Tarnter. Es ist so blöd, dass man die verschiedenen Animationen nicht abbrechen kann. Die Heilungsanimation, also die Heilung oder sowas, das habe ich mir gerade eine Spritze in den Arm gerammt und konnte deshalb nicht schießen. Ist blöd, dass man es nicht abbrechen kann. Danke. Aber andererseits ist es natürlich auch... Ups, schalte um auf Nachtsicht. Richtig so. Also man sollte sich halt nicht mitten im Gefecht eine Spritze in den Arm rammen. Ne? So. Verband mehr übrig. Wer liegt denn da? Bin bei dir. Oh, ich hab losgelassen. Wollte nicht loslassen. Und das war's. So, das Vasili aka Kosek. Bin bei dir. Fury aka Alicia Diaz. Wieder gut. Ich wette, Fixe liegt auf dem Boden. Deine Mutter ist tot, mein Gott.
Könnt ihr mich jetzt bitte einfach rauslassen? Point ausgeschaltet. Ich will hier weg. Ich will einfach hier weg. Gibt es hier noch Punkte? Tarnungspunkte? Ja, oh, 400 sogar. Nun, dann muss ich gucken, wo die sind. Vorsicht! Gegnerische Verstärkung im Anmarsch! Oh, na toll. Das heißt, die haben hier einen Strategen. Sehen wir die auf der Karte? Nee, dann sind die sonst wo. Handgranate! Ich verziehe mich mal hier. Ich meine, es muss ja auch irgendwann weitergehen. So, Sandbox-Spielereien. Okay, der backt rum, alles klar. So, wo ist der nächste Punkt? Wo müssen wir hin? Da. Dann schießt du zuerst. Man sagt ja so, wenn man den Knall eines Scharfschützengewehrs hört, war man selbst nicht das Ziel. Aber hier bei Breakpoint ist es so, wenn man den Knall des Scharfschützengewehrs hört, dann ist man beim nächsten Knall erst tot. Weil der erste Schuss ja immer daneben geht. Ach ja. Ärgert mich, dass es nicht so geil geklappt hat. Vollkontakt! Ja, Feindkontakt. Und zwar Vollkörperkontakt. Vollkörperfeindkontakt. Eieiei. So. Aber irgendwie muss ich echt sagen, dass mir das... Oh nein! Ich habe Proteine überfahren. So. Nein! Oh mein Gott, ich wollte... Ich würde Kreismenü. Naja, besser als bei Wildlands. Ich setze mich mal in den Busch und schau mal, welche dieser Feinde die Ziele sind. Wer weiß was, kommt denn das so? Dann werden die nämlich auch markiert. Okay, die vier. Ups, wollte nicht die Drohne auspacken. Phänomenal. Tod bestätigt. Vor dem haben die Outcasts jetzt Ruhe. Ziel Nummer 1. Nein! Ziel am Boden. Ärger im Anmarsch. Ich könnte die auch mit Synchronschüssen töten, aber das wäre irgendwie lame. Denn hier funktionieren die simultanen Schüsse auch bei den Einsatzzielen, die man töten soll. Das wäre halt voll lame. Und das hier ist eigentlich ein Warhead. Niemand wird ihn vermessen. Voll der Wallhack, dieser Punkt. So, das war's. Das sollte reichen, damit ein paar Bodogs das Arrow-Gelände verlassen. Da sind Tarnungspunkte. Markiere ich mir gerade, damit ich sie finde. Hey. Oh, da steht irgendwas dahinter. Toll. Warum lade ich wieder? So. Wir kriegen Besuch. Verstärkung unterwegs. Ja. Oh, guck mal da. Los, kämpft. Lenkt die Feinde ab. So, schnell die Punkte einsammeln. Und dann geht's zur letzten Mission, glaube ich. Oder zumindest zur finalen Missionsreihe oder so. Kann ich natürlich keine Schnellreise machen hier. Falsche Region ausgewählt. Hier.
spüren Sie die Ausrüstung der Bodaks auf und vernichten Sie sie. Ziele sind Azrael-Drohnen der Fertigungshalle Omega 2. Und das ist die Fertigungshalle, die ich schon mal in einem Video gezeigt hatte, auf die mich Unknown Soldier auf unserem Discord-Server hingewiesen hat. Haben wir hier vielleicht einen Hegel? Verstanden, Verstärkung auf. Nein, Stratege ausgeschaltet. Stratege deaktiviert. Oh, oh Gott, das Ding sieht mich. Oh, na toll. Mehr von denen unterwegs. Setze die Kampfuhr ein. So. Der Schütze hat uns im Visier. Ja, das sehe ich. Ich hasse das. Wenn da manchmal bei Steinen irgendwie so wie an eine unsichtbare Wand eine Granate. Lehnt. Geschieht Ihnen recht. Tschüss. Ich flieg dann mal weg. Oder gleite weg. Oh, mir macht Motherland einfach viel zu viel Spaß. So, jetzt müssten wir eigentlich weit genug weg sein, um eine Schnellreise machen zu können. Ja. Dann machen wir nämlich direkt wieder die Schnellreise dorthin. Ja, ich sehe es schon vor meinem geistigen Auge. Vor meinem inneren Auge. Das sagt er. Er will keine Zeit verschwenden und dann... er macht eine Schnellreise, weil er keine Zeit verschwenden will und so weiter. Durch den Flug oder die Fahrt zum Einsatzort. Und dann bekämpft er eine Behemoth und failt ganz hart. Und sammelt in aller Seelenruhe Tarnungspunkte ein. Und macht irgendwelche Experimente mit LKWs und Helikoptern. Ja. Ja, ich bin sehr integer, manchmal. Meistens bin ich sehr integer, also so Real Talk, aber ja, manchmal eben auch nicht. Ich bin auch nur ein Mensch. Gut, oh, Amethyst oder was es ist, was auch immer, irgendwas Lilanes einsammeln. Ja, doch. Ärger. Oh. Hier wimmelt es nur so von Feinden. Alles unter Kontrolle. Meintest du den Ärger? Gesichert. Also diese normalen Bodark-Einheiten, die sind ja... Also, bei aller Liebe, die können gar nichts. Feindlicher Helikopter. Runter. Das sind die Sentinel. Ist eine Azrael-Drohne. Sollen wir uns entdecken lassen? Azrael geortet. Lasst euch nicht blicken. Sind das alle? Alles sicher. Nein, 6 Stück. Ich werte dein Schweigen als ein Nein, dass wir uns nicht entdecken lassen sollen. Keine Experimente mehr, okay. Verstehe, warum du so denkst. Das sind 6. Okay. Ja, was würde ich jetzt für einen Heli mit Minigun oder mit Raketen geben? Da hinten auf dem Dach steht einer. Hat der Bewaffnung? Also jetzt hat es gerade nicht ausgesehen, als hätte der Bewaffnung, aber vielleicht waren die Waffen auch nur nicht reingerendert. Deswegen gehe ich mal nochmal schauen. Natürlich hat er keine Bewaffnung, Manu. Dann brauchen wir C4, aber das andere. Das, von dem wir 6 dabei haben. Wir gehen was an. Da guckt auch noch eine Ogerdrohne rum.
Und viele Drohnen. So. Ich bin leider kein Panther. Das ist etwas schade. Ach, ich hätte können von da oben mit dem Raketenwerfer schießen, dann wäre es auch erledigt gewesen. Du musst unbedingt überprüfen, ob dein Funk geht. Von dir nehme ich keine Befehle entgegen. Das war ein Rat, das war kein Befehl. Ich drücke eh. Achso, stimmt, man muss die Leertaste drücken. Leiter. Oh mein Gott. Knapp. Das ist dann der letzte Dreck. Wir haben so viel Geld. Warum sparen die bei uns? Volltreffer, Baby. Nenn mich nicht Baby. Feuer auf mein Kommando. Brauche Freischuss. Oh ja, das ist der Hof. Das Ganze zeigt einen Haufen Feinde. Guter Schuss. Da läuft eine Tarneinheit. Aber außerhalb. Kommt der rein? Nein. Nummer eins. Noch eine Tarneinheit irgendwo. Und zwei. Hat er die Drohne immer noch nicht erfasst? Sag mal, was ist da los? Mein Ziel erfassen. Roger, bin unterwegs. Feuer auf mein Kommando. Bereit, Ghostly. Durch zwei Scheiben durch. Alter. Nice. So, es wurden wir allerdings entdeckt. Irgendjemand etwas gesehen hat, oder? Nein, doch nicht. Gut. Ja, ich hoffe, das reicht. Komm, lieber. Oh, guck mal, Thanos-Punkte. Warum kann ich denn... MCAT, also wenn man die Tarnung komplett aufgewertet hat, dann ist man auch mit der Tarnung vor Drohnen getarnt, was sehr geil ist. Die da nicht, ne? Nur die anderen da, die markiert sind. Mein Gott, ich häng da. So, wir haben drei präpariert. Bleiben noch zwei. Das sind die beiden im Außenbereich. Sehr gut. Nummer eins. Ja, ihr erinnert euch. Das hier war der Ort im Trailer. Aber es sieht doch anders aus als... Ja, als im Trailer. Hier steht kein Stopp-Dingens. Die Drohne ist da, aber hier steht kein LKW. Da sind keine... Da war auch so eine Erschießungswand gewesen auf dem Bild. Also im Trailer. In der Szene. Ist alles etwas anders gekommen als... Oh oh. Jetzt aber schnell. War wahrscheinlich wirklich nur eine Szene, die für den Trailer so hergerichtet wurde. Und 3, 2, 1, boom. Die Ezra hat's gar nicht mehr so schlimm. Wir wurden vom Feind entdeckt. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Damit sind wir ihnen einen Schritt voraus. Gut, der Sturz der Azraels. Wir müssen wieder dort hinten hin. Können wir jetzt aber gerade nicht. Aber da gibt's ja einen Heli, mit dem können wir hinfliegen. Gut, und da müssen wir... sechs Dinge tun und das erste ist
hat etwas zu tun mit dem. Alter, willst du mich verarschen? Sag mal, kann die mal gerade ausfahren? Geht doch. Lebt die noch? Die lebt noch. Schalte auf Nachtsicht. Ah, ja, ja. Einmal zu wenig. Oh Gott, das ist ein Feind. Auf Feindposition. Direkter Treffer. Ach, die Kameraden sind so nutzlos. Die Drohne ist kampfbereit. Jo, danke. Hey, der Witzka. Die Kameraden, die stehen einfach drumrum und gucken zu, wie ich beschossen werde. Ich hasse das. Ich scanne das für dich. Ich schicke dir die Ergebnisse durch. Oh. Was ich auch schade finde, ist, dass immer noch. Dass immer noch diese Container zwar brennen, aber nicht explodieren. Oh. Geblendet, bin geblendet. Wo ist das Geschütz? Wo ist das Geschütz? Das ist kein Geschütz, okay. Da ist was. Du kannst ja doch was. Ich will die Teile haben. Hey, warum? Warum? Was? Okay. Ich habe die Effizienz der Tarnung auf der geringsten Stufe etwas überschätzt. Gegner sind im Alarmzustand. Um einiges aufmerksamer. Dankeschön. Ein bisschen den Lack zerkratzt. Scan läuft. Verstanden. Nicht nachlassen. Was? Ich werde schon wieder beschossen. Passt in der Nähe des Geschützraums auf. Jetzt tarnen und dann heilen. Erwischt! So. Dafür ist die Tarnung eigentlich perfekt. So, auf jeden Fall. Ich wollte zum Heli, ne? So, ne, Heli ist auf diesem Dach? Da oben ist er. Aufpassen! Unterstützung! Die Kampfmusik hat aufgehört. Gut. So, der Mörser muss auf jeden Fall deaktiviert werden. Nicht, dass der uns noch den Heli zerbombt. Das wäre schade. Hä? Was? Was war das denn? Ah, denn das hier ist ein Incursion, oder? Ach, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Ihr habt ja gesehen, was ich gemeint habe. Das Fahrzeug. So, ich warte auch nicht, bis die Kameraden hier hochkommen. Das dauert nämlich ewig. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei, näher am Boden zu fliegen. Hier eigentlich nur hier hin. So, mal nachladen. Da steht niemand. Da können wir da eigentlich easy hin. Kann ich den? Guter Schuss. Ist auch wieder dumm, so ohne Aufklärung. Einfach drauf loszuballern, aber. Ich meine, wenn es funktioniert, warum nicht? Okay. Base Jump Time. Manchmal fängt einfach so aus heiterem Himmel diese Biwak-Musik an. Das stört mich auch ein bisschen. Gesellschaft!
Schuss, Ghost. Tödliche Gesellschaft habt ihr. Das Zielgerät ist der Computer im Turm. Ich bin im Turm. Kommt einer hoch, oder? Ich glaube, da kommt einer hoch. Aber doch nicht den Penis! Mein Gott! Da krallt er an sich, drückt sein Gesicht zwischen die Arschbacken und sticht ihm und schneidet ihm den Penis ab. Das ist doch. Also, nein, da verdammt, hätte ich, die Azrals haben gerechnet. Bomben und sie werden zivile Ziele angreifen. Ich muss mich beeilen. Nun, 15 Minuten, alles klar. Hauptcomputer der Azrael-Flotte. Ganz da unten. Na toll. Gut, ich hätte auch können von oben Basejump machen. Das wäre vielleicht schneller gegangen. Wie komme ich denn da runter? Da. Ist das das Richtige runter? Ist keine Tür oder so? Ich weiß, irgendwo war ein Eingang für rein. Oh, hallo. Genial. Macht Schneeengel. Ich verschaffe mir einen Überblick, Ghost Lead. Gute Arbeit, Fury. Das hilft. Was macht Mitchell denn da? Ah, da geht's rein. Gut. Ganz hart. Geschütz voraus. So. Laser umgangen. Einmal runterrutschen. Komm, runterrutschen. Bin ich auch schon mal aus Versehen mit dem Fallschirm runtergesprungen. Krabbel, krabbel. Ich schalte auf Nachtsicht um. Ja, ich muss noch weiter runter, genau. Ich verliere so viel Munition, weil ich einfach nicht drauf achte, wie viel Munition ich schon verschossen habe. Oh, hell. Gehe auf Nachtsicht. Ach, du Heilige. Wand dazwischen, verdammt. Mist, die wissen Bescheid. Auf Position! Da ist jemand, die wir starten in Position! Ich wir brauchen identifizieren und schöner Treffer! Die Drohne ist gestartet. Wir haben Geschützturm. Ja. Das schreit nach einer Granate. Ich hab allerhand Kranen, ne? Feuer, los! Das ist doch schon rot. Wo müssen wir denn hin? Da hinten in diesem Raum. Wie sieht's denn da hinten in dem Baum aus? Ah, du Heilige. Team, zu mir. Zu mir. Bewegung. Alles klar, sind unterwegs. Wir gehen sofort raus. Okay, wir sind da. Ich schalte auf Nachtsicht. Such die Umgebung nach. So macht man das. Getroffen. Ist da noch einer? Der Akku ist leer. Die Drohne ist raus. Die hätten wir jetzt wirklich da, gebrauchen ne? können. Gut. Ich könnte ihnen ja einfach den Feuerbefehl geben. Ich kann die Bomben zünden, um die Azrals vor dem Start hochzujagen. Team, Feuer frei. Feuer frei! Eröffne das Feuer! Yep, es geht los. Yep, es geht los. Bleibt einfach stehen. Gibt's hier noch Munition für mich? Sehr gut.
Ist hier sonst noch was zum Sammeln? Tarnungspunkte und Skillcredits. Gut. Geht es sauber, komme zu dir. So, wo geht's runter? Ich muss gar nicht runter, ich muss da hinten hin. Achso. Komm. Alter Schwede, schon eine Stunde 20 die Aufnahme. Gut, dass ich vor der Aufnahme die Festplatte noch ein bisschen aufgeräumt habe. Jetzt muss ich nur noch das Sicherheitssystem hacken. Ich habe es übrigens ausprobiert. Wenn man so voll aufgewertet ist, dann läuft man im Anschlag ziemlich exakt genauso schnell wie ohne die Waffe im Anschlag zu haben. Ich habe gemessen. So, zwei Sicherheitssperre, Ausreiteflotte, wo? Direkt unter mir? Komme ich da hinten noch weiter runter? Wenn nicht, habe ich ein Problem. Ich weiß nicht wo. Geht's da runter? Oh ja. Da geht's runter. Kann ja versuchen, nochmal mit dem Fallschirm runterzuspringen. Zeit für die Nachtsichtbrille. Ja, hat er nicht gemacht. Schade. Aber früher war das gang und gäbe, dass man aus Versehen einen Basejump gemacht hat, wenn man an eine Leiter wollte. Und dann wurde das irgendwann gefixt, dass die Leiter priorisiert wird vor dem Basejump. Oh, das ist direkt da. Easy. Easy peasy. Die Zündung ist scharf, ich muss nur noch den Abzug drücken. Haben wir noch 8 Minuten für den letzten Part. Oder fast 9 Minuten. Easy going. Hier sind noch ein paar Gegner, gar nicht viele. Oh, Scheiße. Nicht schlecht, Boss. Und wir sind direkt da. Guck mal an. Gehe auf Nachtsicht. Easy. Easy going. Nice. Feuerwerk! Tja, das hat sie in die Steinzeit gebombt. Jetzt haben die Bodaks keine Augen mehr am Himmel. Und für die Zivilisten sind die Azrals auch keine Gefahr mehr. Genau. Damit haben wir die Azraels komplett auf der gesamten Map deaktiviert. Bowman, Ito, Nomad hier. Die Azrael-Flotte wird nicht mehr aufsteigen. Der Luftraum ist sicher. Das höre ich gerne. Noch besser wäre es gewesen, wenn die Outcasts die Flotte übernommen hätten. Aber wenigstens kann sie nicht mehr gegen uns eingesetzt werden. Wie auch immer, die Region gehört jetzt uns. Die Azrals hatten Bomben geladen, die an zufälligen zivilen Orten detonieren sollten. Diese Strategie ergibt keinen Sinn. Die Schweine kennen keine Moral. Es gab schon viele willkürliche Angriffe. Das Einzige, was alle verbindet, ist, dass sie allesamt aufgezeichnet wurden. Sinn ergibt es erst, wenn wir die Motivation hinter dieser Reality-TV-Show kennen. Ich bin sicher, dann werden sich alle Teile zusammenfügen. Verstanden. Nomad out. Yo. Yo, nice. Okay. Also nicht nice, was die Bodaks davor hatten. Da hinten läuft übrigens noch einer. Den schnapp ich mal gerade noch. Das sollte Schaden anrichten. Gut. Jo. Das war auf jeden Fall DT Fuse. Schauen wir gerade mal noch, was wir als nächstes angehen. Als nächstes würden wir dann die Region, die nächste Schwere wäre vielleicht Seal Islands. Oder hier. Ich weiß nicht, ob noch eine andere Region so eine weltweite Auswirkung hat. Ich glaube aber nicht. Ja, eine von den beiden hier gehen wir auf jeden Fall an. DT Servo oder MN Copper. Hauptsache welche mit 3 toten Köpfen als Schwierigkeitsgrad. Wir arbeiten uns von schwer zu leicht durch. Gut,
Und dann haben wir hier, haben wir noch ein Level-Up gehabt. Dann, was setzen wir es rein? Handhabung, Genauigkeit, Mobilität. Für die Pistole würde ich sagen Handhabung. Jo. Nice. Gut, dann bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.